So, es ist soweit. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Hier drin habe ich ein bisschen einiges vernachlässigt in letzter Zeit und ich habe gerade mal nachgesehen, wir müssen bei den Chilis wieder Wasser auffüllen. Wurzeln nach wie vor richtig cool. Das liegt allerdings auch daran, weil wir ganz wenig gedüngt haben. Also wir hatten letztes Mal aufgedüngt, im Moment, ich habe es ja drauf geschrieben, ne? Da steht es, am 20.06. mit 470 Mikrosiemens. Beide mit dem Softdünger. Hier hatten wir ja vorher den GHE mit dem Mikro für hartes Wasser. Das hat nicht so gut funktioniert. Dann haben wir das umgestellt auf Softwater. Und jetzt funktioniert es genial. Ist allerdings, wie gesagt, 200 Mikrosiemens haben wir hier noch drin. Wassermenge ist ungefähr noch, ja, hier knapp ein Drittel und hier auch. Das heißt also, ich werde jetzt wieder aufdüngen das Ganze. Mit, was habe ich jetzt? 800, ne? Moment, ich habe es ja ausgedruckt. Lol. Ja, so ist es, wenn du viele Zahlen im Kopf hast, ne? Ja, mit 800 Mikrosiemens. Wenn wir das Ganze auffüllen, Moment, stell ich mal hier hin. Wasser ist glasklar, auch hier sind die Wurzeln okay. Wie gesagt, wir brauchen auch kein Wasser wechseln, das füllen wir jetzt einfach auf hier. Ja, dann sind wir gespannt, ob sie sich dann jetzt endlich mal wieder berappeln. Ne? Sie hatten ja letztes Mal alle Blüten abgeschmissen. Ja, mal gucken, ob wir es nochmal hinbekommen, dass sie richtig zum Blühen kommen. Denn interessanterweise verhalten sich beide nach wie vor unterschiedlich. Bei der ist jetzt so, sie hat sich ja berappelt, die Blätter wurden ja damals bräunlich, rötlich, schwärzlich in dem Sinne. Interessanterweise ist es hier jetzt so, dass bei der Chili, bei der Red Kürbis, Charapita, dann tatsächlich sich schon wieder Blütenknospen entwickeln, währenddessen das bei der Variante momentan noch nicht gegeben ist. Aber insgesamt haben sie sich erholt. Das ist ja schon mal ein Fortschritt in dem Sinne. Wie gesagt, das Ganze habe ich ein bisschen vernachlässigt damals. Im Gegensatz, jetzt habe ich hier allerdings Wasser drin stehen. Oh, das kann ich gar nicht hochheben. Pass mal auf. Ich mache es einfach jetzt mal so. Ich lasse das mal ein bisschen abtropfen hier. Ich habe nämlich vorhin alle gegossen und gedüngt hier, alle Pflanzen. Außer die, die es nicht vertragen mit Dünger. Auf 500 Mikrosiemens dieses Mal. Also alles komplett durch, ne? Alle Pflanzen, außer die, die es wirklich nicht vertragen. Sonst haben sie heute alle aufgedüngt auf 500 Mikrosiemens das bekommen. So, hier unten wachsen die Wurzeln schon durch. Und das ist die gleiche Chili wie die beiden hier. Nur halt hier im Bucateca kein Premium-Substrat. Und hier sind tatsächlich zwei wunderschöne Früchte dran. Und auch die Blätter sind wieder kräftiger geworden, seitdem ich sie etwas mehr dünge. Wie gesagt, also etwas mehr. Interessanterweise auch hier gar nicht mehr so kräftig, wie wir es früher gemacht haben, sondern auch verhaltener. Funktioniert ganz gut bis jetzt. Ne? Also, ja, man kann sie auch ganz schnell überdüngen, von daher handhaben wir das momentan ein bisschen vorsichtiger. Hier hatten wir ja damals, hatte ich ja vorhin gesagt, ne, aufgedüngt und dieses Mal wieder etwas mehr, damit sie vielleicht mal wieder richtig in Wallung kommen, ne? Richtig anfangen zu wachsen und auch dementsprechend Blüten auszubilden. Ich zeige das mal kurz bei der hier. Hier kann man nichts sehen, hier ist alles grün, alles okay, aber noch keine Blütenknospen, aber hier tatsächlich schon. Ja, düngen. Lass mal auf. In der Anzucht, vom Sämling bis zur Pflanze, haben wir das Ganze bei 1200 Mikrosiemens gehalten. Auch früher schon, hat wunderbar funktioniert. Ja, und dann haben wir das Ganze ein bisschen runtergefahren, als die Pflanzen anfingen zu blühen, beziehungsweise Früchte auszubilden. Damals hat er ganz gut funktioniert. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt vernachlässigt. Nochmal mal gucken, wie wir es dann damit weiter handhaben. Hier kann man sehr schön erkennen bei der Variante, die damals erst mit dem Mikro für hartes Wasser gedüngt wurde und dann anschließend mit dem Mikro für weiches Wasser, dass also hier tatsächlich neue Blütenknospen sich entwickeln. All around, ne, überall. Das klappt soweit ganz gut schon mal. Wo sind die anderen? Moment. Moment, da sind sie, siehst du wohl. Also das klappt soweit ganz gut. Müssen wir jetzt abwarten, wie sie weiterentwickelt. Bei der anderen Variante, interessanterweise, ne, die für Softwater gedüngt wurde, fortlaufend. Die hat noch keine neuen Blütenknospen entwickelt. Aber na gut, ja, nehmen wir erstmal so mit. Wie gesagt, im Moment bin ich hier ein bisschen konfus durcheinander mit den ganzen Sachen. Ja, weil ich halt keine Zeit für hatte. Ne? Aber macht ja nichts, ne? Da kann ich auch was draus lernen. Manchmal, wenn etwas nicht funktioniert, ne, kann man tatsächlich auch was draus lernen. So, okay. Mal gucken, ob sie dann jetzt richtig zum Blühen bekommen und dementsprechend auch zum Ausfruchten. Genauso wie die Variante dort hinten. Interessanterweise ist bei der Red Kürbis Charapita dort hinten, sind die Früchte dieses Mal wesentlich größer als bei der, sag ich mal, Mutterpflanze. Ne? Die waren wesentlich kleiner. Also die waren, ich will nicht lügen, aber ein Drittel der Größe, die wir jetzt hier gegeben haben. Okay, warten wir weiter ab, wie es weitergeht.
So ist das, ne? Sollte man vielleicht mal genauer hinschauen. Jetzt, wo ich von unten gucken kann, sehe ich auch bei dieser Chili, dass sie neue Blütenknospen entwickelt. Ist halt noch nicht ganz so weit wie die andere. Also die andere ist vielleicht 3-4 Tage etwas im Voraus. Ganz kurz nochmal erklärt. Wie gesagt, ich habe das Ganze vernachlässigt in letzter Zeit. Wir hatten bei der letzten Aufdüngung relativ wenig genommen. Das waren, was hatte ich gesagt, 470 Mikrosiemens. Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir hier schon wenig Nährstoffe drin hatten damals, sehr wenig. Und die Wurzeln sollten sich erstmal wieder an die Salze gewöhnen. Deswegen hatten wir so wenig genommen, 470 Mikrosiemens damals. Dann habe ich es verpasst, sie wieder rechtzeitig aufzufüllen mit Nährstoffen und habe dann tatsächlich am 1.7. Wannach gemacht. Was ist denn Wannach? Wasser nachgefüllt am 1.7. Dementsprechend ist die Konzentration wieder nochmal verdünnt worden, um etwa die Hälfte. Dementsprechend, wie wir vorhin gesehen haben oder gehört haben, gehört. Und heute am 9.7. haben wir das Ganze auf 800 Mikrosiemens aufgedüngt und dann warten wir mal weiter ab, ob das dann jetzt komplett ausreichend ist in der Variante. Wobei, wenn wir jetzt vorher 200, was hatten wir drin, 200 Paar zerquetscht oder was, weiß ich jetzt auswendig gar nicht mehr, dann mit 800 aufgefüllt, ne? Dadurch, dass ja noch Wasser drin ist, ist die Konzentration trotzdem geringer als 800. Palaber, palaber, weiß Bescheid, Theorie und Praxis. So, pass mal auf, messen wir doch einfach mal. Wir haben 480 Mikrosiemens jetzt hier drin, ne? Dass wir das dann auch mal mitnehmen. Also wenn du Wasser nachfüllst, auch wenn das etwas höher aufgedüngt ist, verringert sich die Konzentration dementsprechend. Also wir sind jetzt bei 480 Mikrosiemens und mal gucken, ob das ausreichend ist. Beim nächsten Mal auffüllen auf jeden Fall wieder mit Nährstoffen. Ganz wichtig. Und wir hatten ja damals immer 1200 Mikrosiemens gehabt und irgendwann wurden die Wurzeln braun. Das war nicht so gut gewesen für die Pflanzen, denn wenn die Wurzeln braun werden, kaputt gehen, dann kann sie dementsprechend kein Wasser aufnehmen, weil sie nicht ausreichen, je nachdem wie viele Wurzeln dann noch leben. Von daher ist das nicht so optimal gelaufen, weil sie dann ja auch keine Nährstoffe mehr mit aufnehmen kann. Das heißt im Klartext, wir achten darauf, dass die Wurzeln weiß bleiben und fröhlich wachsen. Das geht bei einer geringeren Konzentration wesentlich besser. Von daher werden wir das Ganze nicht 1200 immer aufdüngen bis auf 1200, sondern dementsprechend das ein bisschen geringer halten. Dass wir so auf 800, vielleicht 900 Mikrosiemens kommen insgesamt und dann nicht drüber gehen. Dann scheint so zu sein, dass die Wurzeln das auf Dauer tatsächlich nicht mögen, diese hohe Salzkonzentration. Von daher achten wir ein bisschen drauf, dass wir da nicht zu hoch kommen. Denn ja, ich habe es also bei den letzten Chilis, die wir in der Hydroponik hatten, wenn sie älter wurden, war das tatsächlich so gegeben, dass irgendwann die Wurzeln halt kaputt gegangen sind durch die hohe, relativ hohe Konzentration. Interessanterweise vom Sämling, also von der kleinen Pflanze an bis zur Blüte und Fruchtbildung, war es damals bei 1200 Mikrosiemens okay. Aber danach kippte das Ganze dann um und dann wollte die Pflanze gar nicht mehr so viel. Und wir hatten dann ja auch gesehen, dass bei der einen Chili damals dann eine geringere Konzentration vollkommen ausgereicht hat, um die Früchte auszubilden, auszureifen, die wir dann auch ernten konnten. Ja, und danach hatten wir, glaube ich, sie wieder kräftiger aufgedüngt und das war nicht so gut, da ist sie tatsächlich hops gegangen. Na dann, tja, müssen wir gucken, wie es damit weitergeht in der Hydroponik. Wie gesagt, das ist alles auch noch so ein bisschen Learning by Doing, nicht wahr? Ich meine, wir sind hier schon mal auf einem guten Weg. Wir wissen, dass wenn wir eine geringere Konzentration verwenden, dass der Pflanze nicht schadet. Das ist schon mal ganz gut. Okay, sie kann dann dementsprechend natürlich die Blüten abwerfen oder auch die Früchte abwerfen, wenn sie zu wenig Nährstoff hat. Aber das ist nicht ganz so tragisch. Tragischer ist es dementsprechend, wenn die Wurzeln braun werden und die Pflanze nicht mehr Wasser aufnehmen kann, dementsprechend Nährstoffen. Von daher müssen wir uns da so ein bisschen ran tasten dementsprechend. Von daher, okay, wie gesagt, ich habe es ein bisschen schlüren lassen in letzter Zeit, bedingt durch verschiedene Umstände. Und naja, schauen wir, wie es damit jetzt weitergeht. Okay, neue Aussagen können wir jederzeit machen. Aber ich denke mal, einiges haben wir schon gelernt dabei, jetzt bis jetzt hier in dem Sinne. So, okay, dann sammle ich mich mal ganz kurz, dann bin ich hier wieder auf dem Laufenden jetzt und mal sehen, wie es dann gleich hier weitergeht. Ich guck mal. Werd schon mal finden. Dann kommen wir zu der Mini-Chili. Mini-Mini-Chili. Ja, bei der Pflanze so, sie ist komplett ausgewachsen, hat Früchte bekommen, die sind komplett ausgereift. Ich habe das Ganze so gelassen, wie es jetzt sichtbar ist, nicht wahr? Nichts mehr dran gemacht. Natürlich gedüngt zwischendurch, ganz klarer Fall. Auch gewässert, logischerweise. Aber mehr nicht. Jetzt wollte ich einfach mal gucken, was passiert und wie entwickelt sich die Pflanze. Interessanterweise hat sie komplett, ich sag mal, den Blattstatus verlassen und sich tatsächlich komplett auf die Früchte konzentriert und mehr nicht. Das Ganze steht ja hier in der automatischen Selbstbewässerung. Ich mache das mal kurz auf hier, dass wir mal reingucken können. Wurzeln sehen okay aus. Alles gut. Wasser ist glasklar. Ich muss gleich mal nachmessen, wie viele Mikrosiemens wir hier im Wasser drin haben.
Wobei das nicht ganz so relevant ist, denn ich behandle momentan diese Pflanze wie eine normale Topfpflanze. Das heißt, ich gieße sie von oben dementsprechend normal und ab und zu halt mit Düngerlösung, aber auch eine geringere Konzentration. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir hier weiter vorgehen? Wie gesagt, ich wollte mal wissen, wie entwickelt sich die Pflanze? Jetzt sieht sie so aus. Am liebsten würde ich es ja so lassen, einfach weiter so sich entwickeln lassen. Aber es ist natürlich tatsächlich so gegeben, dass wenn die Früchte reif sind, dann müssen sie einfach ab. Ansonsten hat das irgendwo keinen Sinn mehr. Ne? Aber bis hierhin konnte ich das jetzt so mitnehmen, dass man das verdeutlichen kann, dass also wenn die Früchte dranbleiben für eine Ewigkeit, ewig in dem Sinne, ne, dass also die Pflanze tatsächlich die Kraft dazu nutzt, diese Früchte auch dementsprechend ausreifen zu lassen und behalten zu wollen, solange bis sie komplett eintrocknen selbstständig. Und irgendwann fängt die Pflanze auch an wieder, ich sag's mal, zu regenerieren. Das kann man hier sehen und hier sehen. Das ist also rundherum, die Spitzen, die fangen jetzt tatsächlich wieder an. Oder die Pflanze fängt an, wieder neue Triebe dementsprechend mit sofortiger Blüte auszubilden. Also gar nicht erst großartig ins Triebwachstum übergeht, also ins Grün, ins Blattwachstum in dem Sinne, sondern tatsächlich sofort wieder neue Blüten entwickelt, um sich weiter vermehren zu können. Okay, wir schauen uns das Ganze jetzt ein bisschen näher an und dann entscheide ich gleich mal, wie ich mit der Pflanze weiter vorgehen möchte, denn das ist jetzt so beendet, das Projekt, dass ich weiß also tatsächlich, was jetzt Tatsache ist, in der Entwicklung her von der Pflanze. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir so vielleicht, Moment mal, wir schauen uns ganz etwas näher an und dann entscheide ich gleich mal spontan, wie wir hiermit weiter vorgehen. Oh, ich denke mal 3-4 Tage noch, dann können wir die Tomaten ernten. Dorthin stehen übrigens dann auch die Chilis. So, dann schauen wir uns jetzt mal diese Chili an hier. So sieht das Ganze jetzt aus, dass wir das Ganze mal ein bisschen verdeutlichen hier im Bild. Also hier sieht man den Neuwachstum in dem Sinne, das Neuwachstum. Also nicht wirklich ne, Blätter, die sich entwickeln, sondern tatsächlich wieder neue Blüten. Und die letzten Blüten, die geblüht haben, da haben sich Früchte daraus entwickelt, die jetzt sogar schon rot geworden sind. Also auch interessant so zu beobachten. Man sieht hier noch grüne Früchtchen dran und sogar, vielleicht sehen wir es gleich irgendwo, vertrocknete, da kann man es sehen, sehr schön im Bild, ja, auch vertrocknete Blüten noch aus, Früchte, Beeren, noch ausreifende Beeren, also grüne Beeren, ne, ganz reife Beeren, vertrocknete Beeren und Blätter, sehr wenig. Ne? Also die Pflanze steckt tatsächlich komplett die ganze Kraft nur in die eigene Vermehrung der Art selber. Also das ist schon sehr interessant mitzunehmen, würde ich sagen. Ne? Also das ist richtig cool. Ja, wie gesagt, das Projekt können wir so natürlich beenden. Das ist schon, aber es ist mega cool, ne? Wie viele Früchte diese Pflanze ausgebildet hat und trotzdem jetzt wieder anfängt, sich neu zu entwickeln. Ich versuche gerade mal, ob ich das hier unten drauf kriege. Hier kann man es auch sehen. Also es ist schon, ne? Da vorne auch, da. Ne? Neue Blüten macht sie, aber kein Triebwachstum in dem Sinne. Also das ist eine mega coole, interessante Erscheinung in dem Sinne. Okay, brauchen wir gar nicht lange rumpalabern. Ich würde sagen, wir werden einen Verjüngungsschnitt machen, damit die Pflanze auch mal wieder Wachstum bekommt. Ne? Also dann dementsprechend ihren Habitus selbstständig erreichen wird. Boah, meine Güte, das ist nicht so einfach. Aber ich denke, man hat es verstanden. Ne? Das heißt also, wir können komplett hier alles abernten in dem Sinne, wenn wir möchten, und dann die Pflanze zurückschneiden, um dann neues Wachstum anzuregen. Und das werden wir gemeinsam jetzt mal machen. Okay. So, dann kommen wir jetzt zur Verjüngung. Ich werde mir nachher ein paar Früchte abnehmen noch, um ein paar Samen zu gewinnen. Dann machen wir auch eine Neuaussaat, um dann mal ja, von vorne anzufangen in dem Sinne. Ja, also wir werden komplett den ganzen Kronenbereich zurückschneiden hier. Oh, das ist schon heavy, ne? Was hier gewachsen ist. Alter Schwede. So, ich achte da jetzt ehrlich gesagt erstmal auf gar nichts. Ich schneide das komplett im Prinzip vom Habitus einfach zurück erstmal pauschal. Damit das Ganze, wie gesagt, erstmal reduziert wird, damit die Pflanze gezwungen ist, in dem Sinne, ne, neu auszutreiben. Denn es ist nun mal so gegeben, dass, man kennt das ja aus dem Garten auch, ne, wenn du Sträucher stark zurückschneidest, dann schießen sie plötzlich. Ne, dann wachen sie einfach neues Wachstum, kräftigeres Wachstum als vorher. Einfach um genau dieselbe Größe, sagen wir es jetzt mal, zu erreichen, wie es vorher halt auch war, ne, gegeben war in dem Sinne. So, man sieht, es bleibt also tatsächlich nicht viel übrig. Wenn man Spaß dran hätte, könnte man hier so ein bisschen stehen lassen. Ich gehe davon aus, dass dann hier kräftiges Wachstum stattfindet. Hier ein verhaltenes Wachstum, aber das ist ja eine Quark mit Soße. Und von daher werden wir also wirklich komplett das ganze Schätzchen hier einmal zurückschneiden.
Ja, also wir sehen, aber wir können von dieser Pflanze jede Menge ernten, ne? Oder hätten ernten können in dem Sinne, auch frühzeitiger schon, logischerweise. So, ich würde sagen, dann haben wir es fast. Die restlichen Früchte schneide ich noch mit ab hier, damit also wirklich alles weg ist, was der Pflanze Kraft rauben könnte. Jetzt ist so gegeben, jetzt könnte man denken, jetzt muss die Pflanze wieder kräftig aufgedüngt werden. Genau das ist nämlich der große Fehler, den ich immer gemacht habe bisher, wo ich dachte, das sollte so sein, müsste so sein, ist nämlich nicht so. Wichtig ist bei der ganzen Sache eine geringe Konzentration an Nährstoffen, denn das Wachstum kommt von ganz alleine. Das ist, ja, wie soll man das jetzt erklären? Wie kann man das erklären? Es ist so, wenn du jetzt hier eine hohe Konzentration reingibst an Nährstoffen, kann die Pflanze gar nichts damit anfangen, weil sie hat überhaupt keine Masse in dem Sinne, ne? Und da kann es sogar sein, dass die Wurzeln dann tatsächlich auch kaputt gehen können. Also bei mir ist das jetzt ein paar Mal passiert. Von daher werden wir es dieses Mal so handhaben, dass wir also nicht kräftig aufdüngen, sondern ganz verhalten das Ganze düngen. Ja, ist nun mal besser, ne? Es ist einfach besser. So, wir gucken uns wirklich, dass wir alles an Früchten abnehmen, was noch dran ist. Bisschen putzen das Ding hier, rütteln und schütteln. So, die Oberfläche muss ich gleich auch sauber machen. Hier haben sich natürlich viele Teile der Pflanze, Blätter, Früchtchen, die abgefallen sind, hast du nicht gesehen, angesammelt. Das sauge ich gleich einmal ab oben und dann ist das okay. So, messen wir mal ganz kurz, was noch im Wasser drin ist. Hier steht allerdings auch nicht viel Wasser drin, ne? Ist eine kleine Pfütze nur unten drin. Wie gesagt, ich habe sie gegossen ganz normal, wie eine normale Pflanze auch bisher. Dann gucke ich mal eben, was wir hier drin haben. Wasser ist glasklar. Ja, tiritiralala. Das sind 90 Mikrosiemens. 90 Mikrosiemens haben wir noch hier drin. Also wir sehen schon, die Pflanzen wachsen dann dementsprechend auch mit weniger Nährstoffen, wenn sie erstmal komplett ihren kompletten Habitus erreicht haben, ne? Dann brauchen sie weniger Nährstoffe. Okay, ich denke mal, wir werden auf jeden Fall im Laufe der Zeit noch einiges lernen. Gemeinsam. Okay? Also, wie wir es damals gehandhabt haben bei den 1200 Mikrosiemens, war gut, ne? Von der kleinen Pflanze, vom Sämling bis zur Ausreifung oder der Fruchtbildung. Und ab da kann man dann anfangen, tatsächlich das Ganze zu reduzieren. Das sollte man auf jeden Fall, weil die Pflanze nicht mehr so viele Nährstoffe braucht, weil sie das Wachstum im Prinzip einstellt, ne? Wenn der Habitus erstmal erreicht ist, ist es erreicht und dann brauchen sie tatsächlich weniger Nährstoffe. Aber bis zur Blütenbildung und Fruchtbildung sollte man tatsächlich etwas höher düngen. Ne, ansonsten kann es auch passieren, wie wir es gehabt haben jetzt, wenn man dann schon von vorne rein nach der Blütenbildung, das reduziert die Nährstoffe, dass die Pflanze die Blüten und dementsprechend schon angefangenen zu bildenden Früchte tatsächlich auch abschmeißt. Okay? So, dann mache ich das mal eben sauber hier. So, dann wollen wir mal sauber machen. Spielerei, ne? Lol. Aber das Teil ist mega cool. Da kann man sich sehr gut helfen. Ne? Brauchst keinen riesen Staubsauger ranholen und saugen, dann kannst du das auch mal eben so machen. So, von der Oberfläche habe ich das jetzt auch weggesaugt. Dann schauen wir uns mal. Hier sehen wir jetzt die Oberfläche, die wir abgesaugt haben. Ne? Hier sind ganzen feinen weißen Wurzeln, Saugwurzeln. Also die sind tatsächlich auch an der Oberfläche. Also mit der Vulcatec Kakeem Premium Substrat funktioniert das genial. Jetzt auch hier kann man das sehr schön sehen. Ne? Bis oben hin sind die Wurzeln tatsächlich wunderschön gewachsen. Das Ganze ist schön dicht kompakt. So, das Ganze decken wir jetzt wieder ein bisschen ab und feuchten das gleich nochmal an. Gießen das an dementsprechend. Entweder mit Nährstoffen oder ohne Nährstoffe, je nachdem, was du vorher gemacht hast. Ne? Weißt du Bescheid? Okay, das kurz mal demonstrativ so gezeigt. Das Ganze auch wieder ein bisschen schicker. So ist das. 1, 2, 3 haben wir wieder eine kleine Pflanze. So, wie vorhin erwähnt, gießen kannst du ganz normal jetzt. Ne? Oben über den Topf drüber, dementsprechend so, dass ausreichend drin ist für die Pflanze, dass also ne, meist so bis hier unten ein bisschen Wasser rauskommt am Rand. Ne? Dann hat sie auf jeden Fall ausreichend erstmal für eine ganze Zeit. Jetzt habe ich aufgedüngte Wasser genommen, Osmosewasser, das wir auch für die anderen Sachen verwendet haben heute, wo ich also alles mitgegossen habe.
Jetzt kannst du, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, als normale Topfpflanze behandeln. Ich war gießen, bis ein bisschen Wasser unten rauskommt, gut ist. Und dann hast du lange Zeit versorgt. Wenn die Oberfläche anfängt trocken zu werden, kannst du das Ganze wiederholen. Du kannst aber auch in der Selbstbewässerung, das jetzt hier haben, den ganzen Pott im Prinzip vollfüllen. Ne? Dass die Pflanze halt für eine noch längere Zeit dementsprechend Wasser hat. Das geht auch. Ne? Aber man kann sie auch in einem Vulkatekakteen-Substrat, Premium-Substrat, wie eine ganz normale Topfpflanze behalten, wenn du keine Selbstbewässerung hast. Ne? Wir haben hier eine Selbstbewässerung, weil das in der Handhabung natürlich einfacher. Ansonsten, wie gesagt, geht das auch ganz normal übers Gießen, den Substrat dementsprechend. Okay, gut, ich weiß, es ist jetzt alles ein bisschen irreführend, aber das ist nun mal so, wenn du Sachen ausprobierst und tust und machst, musst du ja versuchen, das zu erklären. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, das Ganze auch zu verstehen, logischerweise. Vor allen Dingen, wenn man nicht von Anfang an dabei gewesen ist. Aber wir können definitiv sagen, dass bei der Düngung in der Hydroponik anfangs die Düngerkonzentration höher sein kann und wenn die Früchte anfangen auszureifen, dass man dann tatsächlich die Konzentration runterfährt, denn ansonsten kann es sein, dass die Wurzeln zu sehr leiden. Warum das so ganz genau ist, kann ich jetzt leider nicht erklären. Ich habe das aber so bisher mitgenommen. Okay? Dann werden wir mal gucken, wie es dann damit weitergeht. Dann soll es ja demnächst einfacher sein in der Anzucht bei mit den Varianten, mit den beiden, die ich euch am Anfang gezeigt habe, mit der Red Kürbischer Rapita, ist so, dass ich da halt einen Fehler gemacht habe. Ich habe es vernachlässigt, das Düngen vor allen Dingen, und von daher ist das so passiert, dass da damals die Blüten und die Früchte abgefallen sind. Also, aber das konnte man dann ja auch mitnehmen, von daher ist das vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Okay, wenn es gefallen hat, weiß Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald hier im Reich der Pflanzen. Heute mal wieder etwas über die Chilis. Ach so, pass mal auf, eins könnte ich ganz kurz noch sagen, das Verhältnis des Düngers, und zwar, nehmen wir einfach mal den Grow, dann den Mikro und dann, wo ist er da, Blom, ne? Und den Blom hier. So, Düngerkonzentration im Verhältnis, kann ich mal sagen, ist am einfachsten. Ja, sagen wir es mal so, 3 Teile Blom, 2 Teile Mikro, 1 Teil Grow, ne? Ja, genau. So handhaben wir das und dann muss man das halt in der Konzentration, je nachdem welche Menge man verwendet, dann halt auch dementsprechend nachmessen, damit man die richtige Düngermenge in dem Sinne drin hat. Ne? Okay, so, jetzt aber Feierabend. Ich hoffe, du hast das verstanden jetzt. Wenn nicht, ist nicht so schlimm, ne? Dann machen wir halt nochmal einen anderen Film. Oder so ähnlich, meine Güte. Es ist aber auch so, ne? Im Moment ist echt heavy bei uns und von daher, ja, gucke ich mal, wie ich das noch gebacken kriege. Und was wir nicht gebacken kriegen, was schwarz wird, naja, ist dann halt, backen wir was Neues. Was soll's, ne? Hier trotzdem weiter, kannst du mal glauben. Okay.